Hallo liebe Bioweingenießer, ich bin der Nico und ich möchte Ihnen heute eine spanische Reserva aus der Region La Mancha vorstellen. La Mancha ist ein relativ großes Anbaugebiet und steht für mich auch immer ein bisschen für die Möglichkeit, richtig tolle Weine für verhältnismäßig gemäßigte Preise entdecken zu können. Als Paradebeispiel dafür habe ich heute eine Reserva von den Gebrüdern Parra vom Weingut Parra Jiménez dabei. Die betreiben seit 1995 Bioweinbau und durften mittlerweile mit die größten spanischen Demeter-Winzer sein. Eine Reserva ist immer auch ein bisschen das Aushängeschild von einem spanischen Weinbaubetrieb. Dafür werden in der Regel immer die besten Trauben und Fässer verwendet. Man merkt, dass die Parras hier zeigen möchten, was sie als Winzer alles drauf haben. Ein guter Holzeinsatz, das heißt in dem Fall nicht zu viel und nicht zu vordergründig. Reife, weiche Gerbstoffe, aromatisch Richtung Kirsche, eingelegte Früchte, sehr viel Gewürzaromen auch. Klar, ein Wein mit ordentlich Schmackes, dabei allerdings nicht plump oder sattmachend. Ich würde mir hierzu ein Entrecot oder sowas auf den Grill hauen, ohne viel Shishi. Ein geschmortes Gemüse wie Auberginen oder Gemüse mit Oliven könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Genau so soll eine Reserva sein. Entsprechend eine definitive Empfehlung. Probieren Sie den Wein aus. Ciao.